Jetzt kommen wir von unserem Männerdoppel zum Damendoppel, denn die zwei Blondinen da haben nämlich auch eine gemeinsame Karriere vor versteckter Kamera. Bevor wir uns aber die Vergangenheit ganz genauer anschauen, widmen wir uns der Gegenwart und der Heidi. Mein Name ist Heidrun Zeisler, ich bin 46 Jahre alt und komme aus Wien. Ich arbeite als Sekretärin beim Malteser Hospitaldienst Austria. Beim Laufen kann ich ganz gut abschalten, ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen, ich bin gerne in der Natur und ich mache Bewegung und Sport. Ich modle seit circa 2 Jahren nebenbei, das macht großen Spaß und ich fühle mich jetzt weiblicher als vor 20 Jahren. An der Brigitte Kreng gefällt mir ihre Natürlichkeit, ihren Humor. Ich habe sie bei 4 Frauen an den Todesfall das erste Mal gesehen und natürlich durch Dancing Stars jetzt besonders. Sie strahlt für mich Weiblichkeit und Power in einem aus. Ja, Weiblichkeit und Power, aber selbst die stärkste Frau ist mal schwach, wenn es ums Hundel geht. Mhm. Wo ist der Chico heute? Ja, er hätte da sein sollen, aber gewisse amtliche Auflagen des Hauses haben das nicht gestattet. Ach, ja. Wir können es verraten, er hat keinen Impfpass dabei gehabt. Ja. Er hat seine Handtaschen da haben vergessen und ja, jetzt kann er heute nicht da sein. Aber wir haben auch keinen Impfpass mit. Nein, doch, ich schon. Ich habe einen mit, ja. Weil ich bin ja so eine Worst-Case-Szenario-Denkerin, aber in der Sendung bin ich damit ganz gut bedient, glaube ich. Immer vom Schlimmsten ausgehen. Du bist nicht vom Schlimmsten ausgegangen, als man dir erzählt hat, du triffst die Brigitte. Gar nicht, nein. Mhm. Weil mir wurde erzählt, ich bin das Lichtdubel von ihr. Da habe ich mal gegoogelt, was das überhaupt ist. Und war voller Vorfreude. Und dann kam ich halt in dieses Studio und dann sah ich sie im Trainingsanzug. Und mein erster Gedanke war, ups, ich habe keine Turnschuhe mit. Ja, wobei man muss sagen, Lichtdubel, da waren wir sehr mutig, steht sie mal auf bitte. Allein größentechnisch haben wir uns da einiges angetan. Ihr könnt Platz nehmen, ich frage nämlich den Werner, was er sich dabei gedacht hat, weil ich habe den Chico gerade nicht umsonst angesprochen. Der Chico hatte eine entscheidende, tragende Rolle und du bist nicht wirklich Hundefreund, so scheint es mir. Ja. Lass mich mal auf, oder? Ja, komm mal zu mir da. Spielst du solidär oder was? Setz dich her, oder was jetzt? Super. Ja, ja. Also erzähl, was war los? Also prinzipiell, bei der Brigitte muss natürlich ein Kriminalfall dabei sein, ist ja klar. Und wir haben da eine Entführungsgeschichte gehabt. Wir wussten natürlich, alle Fans wissen, dass sie sehr hundelieb ist und natürlich einen Hund besitzt und so weiter. Und dieser Hund wurde in einen Kriminalfall verwickelt, wo wir eben auf Hilfe angewiesen waren. Und die haben wir uns dann geholt. Ja, schauen wir uns an. Bitte. Nein, ich höre nicht, nee. Ja, ein bisschen lauter muss sein, ein bisschen. Die Heidi Zeisler erscheint pünktlichst an ihrem vermeintlichen Arbeitsplatz für diesen Tag. Bei einem Fotoshooting soll sie nämlich das Lichtdubel für die Brigitte Kreng spielen. Ist ein leicht verdientes Geld, denkt sich die Heidi. Naja, schauen wir mal. Also es ist so, wir brauchen ein sogenanntes Lichtdubel, weil ich so viele andere Sachen habe. Das heißt, sie müssten praktisch anziehen, das was ich anhabe. Ja. Und das Nähere sage ich Ihnen dann. Wir probieren also, das mit dem Umziehen gleich. Gleich einmal umziehen gehen. Also gleich einmal umziehen. Na bitte, das kann doch alles nicht so schwer sein. Die Heidi wird jetzt einmal auf Brigitte Kreng umgestylt, sowohl in Sachen Kleidung, aber natürlich auch was Frisur und Make-up angeht. Bitte mach, dass sie so ausschaut wie ich. Ja? So. Heidi macht sich auch gar keine Sorgen, wie die das mit dem dezenten Altersunterschied lösen werden. Das sind ja schließlich alles Profis hier. Aber die Brigitte Kreng wirkt irgendwie schon ein bisschen gestresst. Ein bisschen schneller, wenn es geht, gell? Nicht liebevoll, sondern schnell. Wir haben noch einiges vor. Bitte? Hab Sie bewundert in Dancing Stars. Wirklich? Ja. Das ist nett, dass ich das sage. Es war auch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Ja. Nicht so anstrengend wie heute der Tag, aber ich habe jetzt Gott sei Dank, bitte sag mal, du, wenn es geht, weil ja, ich halte heute gar nichts mehr aus. Wie war der Name? Heidi. 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 So, und jetzt, ich sitze zum Beispiel so. Wenn ich sitze, immer so ein bisschen, wenn ich überall normal. Die Heidi kann es gar nicht glauben, die ist ja ein nervöses Wrack, diese Brigitte Kreng. Fang zu weinen an.
Dass die ein Fotoshooting noch so stressen kann, das muss sie doch schon tausendmal erlebt haben. Nein, Heidi, das Shooting hier ist auch nicht das Problem. Das hier ist nämlich auch kein wirkliches Set, sondern vielmehr die Tarnung für eine Polizeiaktion. Denn Frau Krenn wird erpresst. Ist das die Person? Ja. Grüß Sie, Oberleutnant Linhardt. Heidi Zeissler. Frau Krenn, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Ja. Gibt's irgendwas Neues? Nichts gibt's. Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Jetzt die Wahrheit sagen. Wir haben meinen Hund entführt gestern. Den Schaden. Sie haben ihn sicher gesehen. Bei den Dancing Stars. Und deswegen bin ich halt so deppert, weil ich mich so fürchte. Und der hat ein Lösegeld wollen. Wir haben alles unter Kontrolle. 10.000 Euro. Am Wurst ist mir wurscht. Danke. Ich werde laut, ich brauche Ihre Hilfe. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Bitte. Weil ich bin so nass. Ich werde den umbringen. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Ich brauche noch eine Tablette, bitte. Ja, sofort. Okay. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Könnten Sie bitte nur den Koffer ihm hinstellen und könnten Sie das machen für mich? Nur hinstellen, bitte. Sapperlot, da kommt man als Lichtdubel und landet bei einer Lösegeldübergabe. Also wenn die so leben, die berühmten Schauspieler, dann ist die Heidi glatt froh, dass sie damit sonst nichts am Hut hat. Ja, heben Sie auf, bitte. Hallo? Hören Sie mich gut zu. Sie folgen meinen Anweisungen, wie sonst. Ich kann das nicht. Beschimpf ihn. Du blödes Arschloch! Sau geil. Was kann der arme Hund dafür? Ich möchte, dass Sie mir genau zuhören, weil ich wiederhole mich ungern. Haben Sie das gehört? Ich wiederhole mich ungern. Wenn Sie nicht wollen, damit dem Chico was passiert, dann tun Sie ganz brav, was ich Ihnen jetzt sage. Ist das klar? Sie gehen jetzt vor die Tür, gehen raus, damit ich sehe, was Sie anhaben. Ich möchte keine linken Sachen haben. Ich kann Sie noch nicht sehen. Stopp. Ich hab genug gesehen, danke. Na gut, ein Adlerauge ist der Gottlob nicht gerade der Kidnapper. Die Heidi ist ja über ein Jahrzehnt jünger und fast zwei Köpfe größer als die Brigitte. Aber für solche Gedanken bleiben der Heidi ohnehin keine Zeit. Sie muss sich jetzt ganz auf die Geldübergabe konzentrieren. Sie nehmen das Geld. Ja? Sie gehen auf die Straße, am Gehsteig rechts und gehen so circa 60, 65 Meter. Haben Sie gehört? Fangen wieder zu weinen an. Dort steht ein Container. Und da schmeißen Sie das Geld rein. Ich hoffe, Sie haben es in einem Koffer, so wie ich es Ihnen gesagt habe. Ja, habe ich. Ja. Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht. Hallo? Sehr gut. Ich kriege wirklich einen Anfall. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es geht um die Übergabe. Wir müssen nur den Geldkoffer dorthin bringen und dann ist alles in Ordnung, ja? Ja. Und Sie müssen das eh nicht machen. Wir haben die Kollegin jetzt rausgeschickt, das heißt, er kennt Sie, weil für Sie ist das viel zu gefährlich. Ja. Okay, sie muss es machen. Bitte. Ja? Pass auf. Aber du bist es noch echt schwöre. Sie wissen jetzt, worum es wirklich geht. Es tut uns leid, aber wir konnten das nicht anders lösen, das Problem. Also können Sie mir noch einmal wiederholen, was Sie machen müssen? Ich gehe raus. Ja? Hier rechts, im Gehsteig entlang, 65 Meter, da steht ein Container und da gebe ich dir den Geldkoffer her. Genau, und dann kommen Sie unverzüglich wieder zurück, ohne dass Sie rechts oder links schauen, einfach wieder her. Mhm. Ja, und wenn er dir was tut? Es wird alles gut gehen. Der hat das nur aufs Geld abgesehen. Wir kennen solche Leute. Wir haben das alles unter Kontrolle. Wenn das schief geht. Haben Sie eh keine Angst? Angst? Mhm. Hast du keine Angst? Nein. Schwörst du? Ja. Warum? Ist so. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein. Nimm Ihre Hände und schick Ihr Energie. Sie sind wirklich die Ruhe selbst. Also. Warte. Und dann kannst du. Nur kalte Hände. Und dann kannst du im nächsten Film kannst mitspielen. Versprochen, ne?
Wir haben zwei Beamten draußen postiert, die sind am Dach herum. Okay. Ja? Okay. Nichts anmerken lassen, nicht aufs Dach aufschauen, wenn okay. sie rausgehen. Und es geht was schief am Boden. Mhm. Ja? Aha, am Boden liegen. Dass der bewaffnet und gefährlich sein könnte, daran hat die Heidi so noch gar nicht gedacht. Aber sie bleibt tapfer und macht weiter mit. Der Brigitte Krenn zuliebe, die sie erst seit einer halben Stunde kennt. Was muss die Heidi erst für ihre echten Freunde machen? Also wir sind beeindruckt, das steht fest. Noch einmal, schauen wir, ob genug Geld drin Frau Krenn, ist. Frau Krenn, geben Sie. Nein, ich vertraue euch nicht. Ich bin mir sicher, es ist genug Geld drin. Nein, ich möchte schauen. Und hol den Fan her, der Fan. Der Fan muss mit reinschauen können, Szenario eigentlich. Wahnsinn. Also man würde da immer, wenn man von draußen drauf schaut, denken, das kriegt man mit. Ja. Wie ist dir damit gegangen? Hast du das wirklich geglaubt, dass die Heidi war ja bis zum Schluss dran und dachte, voll sie dabei. Würde jetzt ja. Lösegeld überbringen? Und die Brigitte hat ja wahnsinnig utriert in unserem Sinne. Also es war sensationell und wir haben auch die ganze Zeit gedacht, jetzt irgendwann einmal muss sie doch sagen, dass glaube ich nicht mehr, das gibt es nicht, mit dieser läppischen Perücke und es war alles irgendwie so wahnsinnig unglaublich. So cool. Sie war, sie war total cool. Ja. Total cool. Warst du wirklich so cool, Heidi? Innerlich nicht. Innerlich hat es gebrodelt. Innerlich hat es gebrodelt und ich dachte mir, sie war mir so sympathisch bei Dancing Stars und jetzt war es so richtige... ja. Aber warum hast du mitgemacht dann? Naja, sie hat mich natürlich mit dem Hund getroffen, weil ich selbst einen Hund habe und da war irgendwie so dieses Mitgefühl dann da. Der Shaggy, ja. An den hast du gedacht. Ja. Aber das war meine Lieblingsreaktion. Du sagst, wir haben es meinen Hund entführt und sie so, oh je. So wie beim Kasperl, oh je, oh je. Brigitte, war es für dich schwer? Sehr schwer. Weil sie war so sympathisch und wenn man da so utrieren muss und schier sein muss, das ist unangenehm für einen selber. Ja? Mhm. Spielt sie jetzt mit im nächsten Film? Ich muss mir was überlegen jetzt. Ja, ich habe versprochen. Und es wird so sein. Also, wir sind auch... So cool muss man erst einmal sein, das so runterbiegen mit Lösegeldübergabe, alles drum und dran, sehr toll gemacht. Also vielleicht gibt es eine Rolle im nächsten Film, vielleicht gibt es aber jetzt auch noch einen Preis, denn unsere Fans, beziehungsweise einer, wird ja mit einem Preis ausgezeichnet. Und welcher Fan das ist, das entscheidet dieses Publikum hier im Studio. Neben euch liegen schwarze Kasteln, Votingboxen. So von mir gesagt heißt es, da kann man jetzt abstimmen bitte für euren Lieblingsfan, für die Geschichte, die am meisten unterhalten hat und für den Fan, der wirklich die stärksten Nerven gezeigt hat. Jetzt bitte drücken A für Thomas und Monika oder allerdings B für Rudi und Helmut oder C für Brigitte und die Heidi. Schon gedrückt? Sehr gut. Sehe, da haben sich alle entschieden. So, das Publikum hat abgestimmt. Drei Fans waren heute wieder in der Show mit dabei, mit der zugehörigen Promi. Welche Geschichte am besten gefallen hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich bitte um das Voting-Ergebnis des heutigen Abends. Ja, das ist, ich würde sagen, eindeutig. Auf dem dritten Platz mit trotzdem noch tollen 12% gelandet sind... Thomas und Monika. Mit 26% auf dem zweiten und damit auf dem ersten Platz mit 62% sind... Rudi und Helmut haben gewonnen mit 62%. Da hat sich das Leiden gelohnt. Die Heidi war cool, dritte Rolle im Film. Monika war auch wahnsinnig cool und der Helmut hat gelitten. Kommst zu mir.
Ihr könnt auch gern alle zu uns kommen. Es gibt natürlich einen Preis. Und zwar schicken wir dich weg. Wir wollen, dass du dich erholst. Und zwar gibt es für 2 Personen ein Wochenende im Quellenhotel und Spa der Heiltherme Bad Waltersdorf. Und dann habe ich noch was für dich. Und zwar, bitteschön, für dich. Das ist eine Pärchenbox Deluxe von Jollydays. Und hinter dieser Box verstecken sich ganz tolle verschiedene Erlebnisse. Zum Beispiel eine Hammerfahrt auf dem unebenen Gelände. Den kannst du dann kaputt fahren, so wie er seine Hammerfahrt. Ich könnte ihn vorher präparieren für dich, wenn du willst. Er als Beifahrer. Vielen Dank, Helmut. Danke an unsere Gäste. Ihr macht ganz toll. Brigitte Krenn, Heidi, Rudi Rubinek, Helmut, Monika, Thomas Liefer-Ellmeier, der Werner Sobotka. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder. Wir verstecken uns jetzt. Und nächsten Mittwoch rufe ich immer, wo bin ich? Bis dann. Ciao.